Will, darf ich ehrlich sein? Was denn? Gar keinen Bock gerade. Okay, warte. Als ob du mich jetzt. Ich hau jetzt die ganzen F drauf. Das ist dass ich da so einen Cremerand hier mache. Oh, jetzt. Beweg dich nicht von dir, du hast gerade 5 Liter auf dem Kopf. Scheiße. Oh nein, ich hab auf dem Boden. Der Boden ist grün. Oh Gott, der Boden. Kann man nicht hier noch alle Folien raufpacken? Nee, gar keinen Bock drauf. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Du voll angespannt, so wartest voll auf deinen Ansatz. Ansatz? Ja, auf ihren Ansatz. Wir färben heute nämlich auf ihren Einsatz. Genau. Ich bin hier mit meiner Schwester Jill. Hallo meine Lieben. Den Kopf so drehst. Hallo, na? Wir haben das letzte Mal vor Ewigkeit ein Video zusammen aufgenommen. Das war auch das Einzige, was wir jemals aufgenommen haben, oder? Das ist schon richtig lange her. 4 Jahre oder so. 4? Ist das schon länger her? 4 Jahre schon? So lange habe ich nicht mal meinen Kanal. Ja, ist ziemlich spontan. Jill möchte die Haare gefärbt bekommen und ich habe mir gedacht, ich nehme es ganz einfach auf, weil es eh ein Desaster werden wird. Hallo? Ich dachte mir, was? Ich will doch nicht aussehen wie sonst wer. Ja, aber es wird eh flottrig und die Farbe wird überall hin flottern und ich weiß auch nicht. Und deswegen habe ich euch auf Snapchat dazu aufgefordert, mir Videos zu schicken, indem ihr uns Fragen stellt, damit wir einfach so nebenbei ein bisschen Fragen beantworten können. Meine Schwester hat einen Instagram-Account, jill.moana. Folgt ihr gerne auf Instagram. Links in der Infobox. Und dann geht's jetzt los. Wir legen dir so eine flottrige Decke rum. Wo ist die? Oh, da hinten. Jill, stehst du auf? Ja, ne? Als ob du mich jetzt. Jills schöne Haare. Die sind eigentlich richtig geil. Aber Jill möchte sie gerne bunt haben. Aber wir benutzen was, was sich rauswaschen lässt. Deswegen ist das ganz praktisch. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal meine Haare gefärbt habe. Soll ich mal wieder meine Haare bunt machen, Leute? Was denkt ihr? Jill, darf ich ehrlich sein? Was denn? Gar keinen Bock gerade. Wow, hey, du bürstest doch gut zu deinen Haaren. Sie sehen voll gut aus, wenn man die bürstet. Ja, nee, ich gehe immer ungebürstet raus. Hey, wow. Boah, ich muss mich ja richtig bewegen für dieses Video, ne? Ich weiß echt nicht, was ich von dem Video halten soll. Ah. Stell mich so an. Geil, deine Haare sehen voll heftig aus. Jill, du musst da irgendwie mehr draus holen. Büste dich ja einmal so ordentlich durch und die sehen irgendwie jetzt schon voll gut aus. Oh, krieg ich so einen geilen Dutt auf dem Kopf jetzt? Wollen wir nicht hier noch alle Folie raufpacken? Nee, gar keinen Bock drauf. Wow, das ist ja richtig schwarz. Oma, wie hätten wir vorher hier so mit Make-Fit machen müssen? Nicht, dass ich grüne Ohren habe. Ich habe das nämlich schon mal gemacht und ich habe das auch eigentlich gut hinbekommen, bis ich ja ein bisschen was an meinen Ohren hatte. Und das kriegt man wirklich schwierig ab. Deswegen bin ich jetzt bei Marvin. Deswegen bist du bei mir auch. Dass du das gut hinkriegst. Ich dachte, du willst Instagram pushen. Nein, Spaß. Du hast jetzt schon blaues Ohr. Du kannst doch die einfach offen tragen, deine Haare. Dein Freund raucht doch. Du kannst das super mit Asche wegmachen. Müssen wir dich eincremen noch? Ich habe jetzt schon angefangen. Jill, halt mal ein bisschen still. Du wackelst viel zu sehr. Ich hab Angst. Scheiße, du kriegst echt blaue Ohren, Jill, ne? Oh Mann, Marvin! Wir könnten dir natürlich gleich ein bisschen Creme holen. Oh nein, ich hab auf dem Boden. Der Boden ist grün. Oh Gott, der Boden. Das ist der Wichtige. Was holt er jetzt? Was für ein Boden? Aber mein Ohr? Sieht man das? Oh Gott, ich krieg richtigen Ansatz hier so. Jill, der Boden. Ja, was mit meinem Ohr? Was mir jetzt? Den Ohr ist mir scheißegal. Der Boden. Du hättest dir doch was hinlegen müssen. Weil ich zu faul bin. Ach, den Kopf hoch, nicht das runtertropfen. Man muss sich da so ein Cremerand hier machen. Oh, jetzt. Du wäschst mir meine Ohren. So. Oh Gott. Sieht doch super aus. Wie soll ich das denn jetzt an deinen Ohren? Da ist schon so viel. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit Feuchtigkeitscreme. Scheiße aus. Aber egal, ja. Dann gucken wir mal, was ihr uns geschrieben habt. Ich liebe deine Palette. Könntet ihr vielleicht mal ein Video zusammendrehen, wo du deine Schwester schminkst und andersrum. Ganz liebe Grüße und schöne Feiertage. Danke schön. Von Annette, liebe Grüße. Ich hab irgendwie gerade nicht so Bock, jemanden zu schminken gerade. Aber wir wollten was anderes nämlich machen, weil das letzte und einzige Video, was wir zusammen gedreht haben, da hast du mich ja geschminkt. Das ist aber Ewigkeiten her. Das ist echt lange her. Aber das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Das Jahr ist nur noch lang, ne? Was schätzt ihr gegenseitig an euch am meisten? Deine Gutherzigkeit. Oh. Du, oh, ich bewege mich so viel. Ich lasse Marvin alles in mein Gesicht reinklatschen. Dass wir uns alles erzählen können und dass keiner den anderen auslacht. Mein Boden. Leg dir doch Feuchttücher da mal hin. Meinst du, ich habe 800 Feuchttücher, die ich auf den Boden legen kann? Mach den Kopf hoch, du alte Nuss. Hol dir mal Alupapier. Die Klappe. Wo man Lappen. Schreiben mir. Ich kann nicht mehr schreiben. Was esst ihr am liebsten? Ich kann wirklich nicht ohne Kartoffeln leben. Ich liebe Kartoffeln. Roh, natürlich nicht so viele. Mal abbeißen, wenn man kocht. Eine Kartoffel. So seltsam, Jill. Wie viele Jahre Unterschied sind zwischen dir und deiner Schwester? 2 Jahre. Kopf gerade, bitte. Wisst ihr alles über den anderen? Nö. Du? Wie kann man denn alles wissen? Alles kann man gar nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vielleicht wird das ja nicht so eine tolle Farbe. Wir schon fesch aussehen. Wie
kannst du dich so gut schminken? Ich als Mädchen krieg das überhaupt nicht hin. Ja, das Ding ist, so lange schminke ich mich ja auch noch gar nicht. Ich glaube, ich habe mit 18 angefangen. Das ist 5 Jahre. Du weißt schon, dass die mich meinte, ne? Dich meint? Wieso? Meint die dich? Auch gut. Ich kann mich auch gut schminken. Nicht so gut wie du, aber ich kann mich schminken. Du kannst dich besser schminken. Lach nicht. Streitet ihr euch oft? Und wenn ihr euch streitet, wer entschuldigt sich als erstes? Da wir nicht zusammen wohnen, streiten wir uns natürlich nicht mehr so oft. Früher haben wir uns... trotzdem oft. Wer entschuldigt sich da? Oh Gott, ich. Ich bin immer derjenige, der ankommt und sagt, chill, pass mal auf. Du bist immer die, die wegrennt, weil sie heult. Hallo, ich bin keine Heulsuse. Ja, aber meistens ist es so, dass du mich missverstehst oder allgemein Leute missverstehst beim Streiten. Dann begehst du nämlich immer weg, weil du fühlst dich immer so, als hätte ich dich, keine Ahnung, verstoßen. Und dann muss ich immer ankommen und sagen, so war das gemeint, bla bla. Und dann ist alles wieder ganz okay. Schon, ne? Ja, ich glaube, das trifft zu. Was macht ihr beruflich? Dreimal dürft ihr raten, was mein Bruder macht. Ich arbeite in der Pflege, in einem Altenheim, auf einer Dementenstation. Voll cool, aber auch voll anstrengend. Und ich liebe meinen Beruf, oh Gott. Also es ist wohl echt mega anstrengend, weil eigentlich alle dement sind auf meiner Station. Aber ich mache es ihnen zuliebe und ich liebe es einfach, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Du Süßer. Ich wollte fragen, was so typisch ihr beide ist, Geschwister-Insider oder so. Was ist typisch wir zwei, so ein Insider von uns? Hatten wir sowas mal richtig früher? Lustiges. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwie lustige Insider, nö. Ich glaube nicht. Hä, ist voll traurig, irgendwas muss doch sein. Du musst bestimmt mal vor mir irgendwie auf die Straße gekackt haben oder so. Hallo? Ich doch nicht, ich mach das eher weg. Na, der Nachbar sieht ja niemand, ne? Oder? Doch. Wer ist schlauer? Ich. Ich glaube, das kann man echt nicht sagen. Ja, er ist natürlich so eingebildet. Man kann nicht alles wissen. Marv weiß auch nicht alles. Ich auch nicht. Wir haben andere Qualitäten. Wie sich das anhört, als ob ich dumm wäre. Was euer peinlichstes Erlebnis war und ob du mich grüßen kannst. Liebe Grüße an Sophie. Sophie, liebe Grüße. Wo bin ich hier? Unser peinlichstes Erlebnis zusammen. Okay, da habe ich eins. Ob das für mich war, das schon so ein bisschen... Für dich war peinlich. War das ein bisschen fail. Ich war einkaufen. Und Marvin meinte so, Jill, nimm nicht den Schlüssel mit. Also brauchst du nicht unbedingt, ich bin ja da. Und was ist? Wir waren dann ausgesperrt. Das ist gerade unser peinlichstes Erlebnis? Ich fand das schon ein bisschen peinlich. Wem gegenüber findest du das jetzt peinlich? Du hast nicht aufgepasst. Unsere Nachbarin hat uns dann irgendwie, wollte uns helfen. Ich fand das schon irgendwie ein bisschen peinlich. Wir hätten besser aufpassen können. Das war einfach nur dumm. Das ist doch jetzt nicht groß peinlich. Aber fällt dir noch was an? Wir sind übers Fenster eingebrochen übrigens. Boah, ich färbe nie mehr Leute mit langen Haaren die Haare. Wer von euch beiden oder dreien ist so jemand, der so richtig hat provoziert, wer stressig sie ist, wer diskutiert die ganze Zeit, damit dieser Stress halt nicht aufhört? So? Oder seid ihr eher solche, die nachgeben? Also ich würde sagen, wir sind alle so, dass wir erstmal auf unseren Standpunkt beharren. Also wir verteidigen erstmal unsere Ansicht. Mama zum Beispiel, die kannst du sehr schwer von etwas anderem überzeugen. Tim ist... Das Problem ist, Tim hat eigentlich fast immer recht. Ich brauche ein bisschen, bis ich was einsehe. Bei dir gebe ich die Hoffnung mal auf, deswegen diskutieren wir nicht so viel. Ich finde Diskussion auch nicht schön. Ich mag es nicht zu diskutieren. Ja, weil du nicht diskutieren kannst, Schatz. Doch, ich finde das manchmal echt doof. Dann diskutiert man und keiner versteht mich sowieso. Und dann, ja, guck, wird unnötig diskutiert. Ja, unnötig. Ja, ist so. Ich glaube, keiner von uns ist so, der sofort sagt, ah ja, okay, nee, du hast recht. Sondern ja, alle sind so ein bisschen, und der eine ist am Ende pisst, der andere sieht es dann irgendwann mal ein und denkt sich so, ja, okay. Und der andere hat halt eh irgendwie so gut wie immer recht. Wie würdet ihr euch beschreiben? Also du, deine Cis und sie dich. Marvin interessiert nicht das, was andere sagen und er zieht einfach sein Ding durch. Du kümmerst dich sehr um andere und stellst deren Bedürfnis in den Vordergrund über deine. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Ich habe deine Ohren gemalt, by the way, um diesen schönen Moment ein bisschen zu vertiefen. So, ich male jetzt auch einfach ein bisschen deine Stirn mit dem Blau an. Das ist total gewollt. Ich weiß nicht so ganz... Das ist auf der ganzen Finger. Scheiße, jetzt hast du es auf der Wange. Jetzt hast du es auf der Wange. Scheiße, was machen wir jetzt? Das geht nicht mehr ab. Was machen wir denn jetzt? Love it. Okay, warte. Was mögt ihr beide nicht an euch gegenseitig? Erzähl. Hast du mir, glaube ich, noch nie gesagt. Manchmal ist das so, wenn man dir vielleicht einen Rat geben möchte, dass du diesen Rat nicht annimmst. Weißt du schon? Ja. Was mich stört, dass man halt nicht das
diskutieren kann. Sobald man was sagt, was du nicht hören willst, wirst du halt schnell, ja, ein bisschen pumpig dann irgendwann. Und dann eskaliert es auf einmal und du hast irgendwas auf einmal verstanden, was gar nicht gesagt wurde und fühlst dich angegriffen. Mhm. Und dann ist das Drama groß. Wir müssen ja leider ein bisschen auf deine Haut malen, Jill, ne? Solange ich nicht von hinten hässlich bin, ist alles gut. Okay. Ja. Eine Situation oder Situation, wo ihr euch gewünscht hättet, dass ihr Einzelkind wärt oder dass nicht Davids andere euer Geschwisterchen wäre? Nein, niemals. Sehe ich auch so. Nie im Leben. Oder die eintauschen. Ne, never. Für nichts. Für keine Million, für gar nichts. Okay. Family ist alles und wir sind durch so viel schon durchgegangen zusammen. Genau. Haben schon so viel durchgemacht. Gemeinsam ist man stark. Ich hau jetzt die ganzen Äpfel raus. Beweg dich nicht so, Jill, du hast gerade 5 Liter auf dem Kopf. Liebe Grüße an Lilly. Oh Gott, das war kein guter Plan. Oh Gottes Willen. Lilly, du bist jetzt im Video. Okay, Lilly, herzlichen Glückwunsch. Ich krieg gerade ein paar Probleme. Also Leute, für alle, die mal von mir geschminkt werden wollten, okay, ich verstehe euch irgendwo und ist okay, kann ich nachvollziehen, aber wünscht euch bitte niemals von mir die Haare gefärbt zu bekommen. Ich genieße. Wirklich? Mhm. Tut es nicht weh? Nee. Scheiße. Hust doch nicht, nein, Spaß. Der sieht toll aus. Du bist fertig jetzt. Nee, noch nicht. Das ist durch den ganzen Handschuh gegangen. Oh mein Gott. Scheiße, Jill. Oh fuck, mein Boden und meine Hände. Freunde, wir lassen jetzt 30 Minuten drin und gucken mal, was hier Schönes passiert. Bist du jetzt schon zufrieden? Ja, ne? Ist toll, ne? Yes, ja. Bis gleich. Also Freunde, ich habe das Gefühl, meine Hände sind original blauer. Genauso wie ihr Ansatz mal kommt ein bisschen runter. Da ist auf jeden Fall blauer als die Haare. Ich find's ganz cool, ich mochte die Haare vorher auch. Zu wissen, dass sich das rauswäscht, ist eh nochmal so ein Ding. Denkt man sich so, okay, whatever, ne? Ist dein Kopf schon wieder so schräg? Es ist wie mit Fina, dem Hund von Kupi. Die hat nämlich auch immer den Kopf so, aber auch weil sie schon ein bisschen alt ist und sie hatte schon so ein paar gesundheitliche Troubles und die kann den Kopf nicht mehr gerade machen und die hängt halt immer so da. Und das Gefühl habe ich immer mit dir, wenn ich nicht mit dir rede. Und rutscht der Kopf immer so, nicht so schräg oder so. Oh Gott! Nein, das ist ja voll krass! Oh. Boah, ist der Spiegelspurz richtig eklig. Das ist richtig geil. Ich finde das echt richtig cool. Ja, hier ist ein bisschen sehr... Das ist ultra blau. Aber das wäscht sich, glaube ich, noch raus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ihr irgendwelche anderen Videoideen habt oder Wünsche, auch mit meiner Schwester zusammen, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und ja, wie ihr jetzt wisst, will sich keiner von euch fragen, ob ich die Haare von mir färben lassen, glaube ich. Vergesst nicht, Jill und mir auf Instagram zu folgen. Die Links sind in der Infobox verlinkt. MarvinMcNevison.Jill.Moana. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Warum hast du da jetzt wieder so Würste gemacht? So. Okay. Was ist das denn jetzt? Warum sehen wir genau gleich weiß aus, Jill? Ich weiß es nicht. Die weiße Mäuse. Was für weiße Mäuse? Ich liebe diese weißen Mäuse zu essen. So weiß sind wir.